Ja, so, es geht weiter. Wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen und dazu benutzen wir kleine süße Kätzchen. Und da wir in der letzten Folge ja schon so ziemlich alles hier ausprobiert haben, nur die XP nicht ausgenutzt haben, lasse ich jetzt aber auch, gehen wir weiter, starten und mal schauen, wo es uns nach Japan hinführt. Nach Australien, genau. So, vielleicht rennen wir hier auch ein paar Mal um den Ayers Rock und suchen die Ecken. Nein, machen wir nicht. Der Kampf beginnt. So, wir haben da 1500 mit einem niedlichen kleinen Koalabär. Die Differenz hier, die Distanz meine ich natürlich, ist relativ gering. Von daher werde ich jetzt erstmal eine große Katze ausspielen. Gegebenenfalls auch noch eine kleine. Da kommen sie nämlich relativ schnell raus, um dann hier das Level zu erhöhen. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen Kleinkram hier ausspielen müssen. So, und wie die erste Katze drauf geht, muss ich schon wieder was Neues rausschmeißen. Aber ich habe ja den Vorteil, ich habe hier meinen Cat Tower. Kann damit auch ein bisschen Platzgewinn machen. Aber die Viecher, die werden auch nicht schwächer hier. Ich kann ja nur hoffen, dass jetzt hier nicht so ein Special-Vieh wie in Japan rauskommt, das Riesenhippo. Das wäre fatal. Aber da geht's den Australiern auch schon an den Kragen. Wir machen da mal ein bisschen Aua an der Hütte. Bringt das was? Nein, bringt gar nichts. So. Haut das Ding da um. Sieht doch aus wie ein etwas größerer Termitenhügel. Braucht doch keiner. Oh, jetzt geht's hier aber. Jetzt machen meine aber reihenweise den Abflug. So, wenn ich diesen Rhythmus beibehalte, denke ich mal, geht das auch relativ schnell. So. Maximum erreicht. Ich schaffe schon wieder nicht, so eine Großkette da loszuschicken. Und das war es auch schon wieder. Sieg auf ganzer Linie. 3100 Erfahrungspunkte. Jetzt sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, meine ganzen Viecher hier abzugraden, weil man merkt schon, dass da so ein bisschen was fehlt. So, Cat Cannon Power nehme ich auch noch einmal mit. Und dann geht es auch gleich in den zweiten Kampf. Soll ja nicht langweilig werden und immer das Gleiche macht keinen Spaß. So, Singapur. Momentan klingt das für mich wie so eine kulinarische Weltreise. Erstmal schön Südostasien da abgreifen. Ach du Schande, ist das weit hier. So. Achso, ich habe noch gar nicht genug. Ha. Ey, da kommt eine ganz schöne Horde hier an. Gut, da muss erstmal einiges gegenkommen. Ich muss unbedingt die Range hier erweitern.
ganz wichtig. Na gut, solange meine Viecher noch nach vorne laufen, meine kleinen Kiddies, ist ja alles noch im grünen Bereich. Ja. So, was geht denn hier noch? Ein oder zwei Level? Was geht denn? Okay, einen können wir noch. So. Voll aufgelevelt. Und ich mache auch schon ordentlich Schaden. Jetzt würde ich gerne mal so große Kätzchen hier einsetzen und alles, was jetzt geht, nehme ich mit. Diese kleinen Mistviecher, diese ganz, ganz kleinen Mistviecher. Ich glaube, ich brauche wesentlich mehr Axtkatzen. Ich verliere gerade viel zu viel Platz. Obwohl, jetzt geht's. Jetzt schicke ich wesentlich mehr als er. Und tschüss. Ja, ich habe einen Schatz bekommen. Und eine neue Katze. Huhu, there's a new cat. Dann schauen wir doch mal nach. Ist es Hello Kitty? Eine Kuhkatze, eine Cowcat. 4000 brauche ich dafür. Rennt wie der Wind. Sie ist schnell, sie reagiert schnell und sie benutzt ihren Kopf. Alles klar. Nächste Folge kriegen wir die Kuhkatze. Und zwar, nachdem wir das nächste Spielchen da geschafft haben. Also lasst euch überraschen, wie die Kuhkatze hier durch die Gegend flitzen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Schaltet wieder ein. Bis demnächst und ciao.